Viele Menschen lieben Rohkost. Ungekochtes Gemüse schmeckt herrlich frisch und ist noch dazu besonders gesund. Doch es gibt Gemüsesorten, die roh nicht verzehrt werden sollten. Dazu gehört zum Beispiel die in Deutschland beliebte Kartoffel. Doch wie sieht es eigentlich mit Zucchini aus? Zucchini kann gebraten, gekocht, blanchiert oder überbacken werden. Die gute Nachricht: Zucchini können roh verzehrt werden. Dennoch gibt es eine wichtige Sache zu beachten, wenn ihr eure Zucchini selbst im Garten anbaut. Denn hier können Kürbisgewächse den Bitterstoff Cucurbitacin bilden. Das gilt allerdings nicht nur für rohe Zucchini. Denn Cucurbitazine sind hitzebeständig und verbleiben daher auch in den gekochten Kürbisgewächsen. Zucchini sollten wegen der Gefahr von Rückkreuzungen daher nicht neben Zierkürbissen angebaut werden. Zudem sollten die Zucchini nicht aus den selbstgewonnenen Samen gezogen werden, sondern nur mit neu gekauften Samen aus dem Handel. Bei gekauften Zucchini müsst ihr euch darum jedoch keine Sorgen machen. Denn hier wurden Cucurbitazine herausgezüchtet. Zucchini enthält viele wichtige Nährstoffe wie Calcium, Vitamin B1 und B2 sowie Vitamin A und C. Wenn Zucchini gekocht wird, verliert sie viele ihrer wichtigen Inhaltsstoffe. In gekochtem Zustand ist sie allerdings leichter verdaulich.